Jo, jetzt die Lösungen und die Übungen davor. Na denn, schaut hier, 1 durch x ist 1 durch 3 plus 2 durch 12 oder ein Drittel plus 2 Zwölftel und hier gleich die ganze Sache mal als Minusaufgabe. Pause-Taste drücken, abschreiben und dann lösen und dann sehen wir uns wieder. Weiter, na denn. Ich denke mal, ihr habt erkannt, dass man es nicht übertreiben sollte. Schaut mal, ich habe hier 2 Zwölftel. Ich hatte hier auf dieser Seite in diesem Fall ein Drittel. Jetzt hätte ich das kürzen und das erweitern können. Ich habe mich mal für eins entschieden. Hätte ich hier nur auf ein Sechstel gekürzt, hätte ich hier immer noch erweitern müssen. Also vorteilhaft rechnen. Hier dann nochmal kürzen, stürzen, fertig. Das gleiche hier auf der Seite. Hier nicht übertreiben, hier gucken. Oh, wenn ich nur das erweitere, dann habe ich hier 6 Siebenundzwanzigstel und kann ganz bequem die 1 Siebenundzwanzigstel abziehen und dann wie üblich. So, jetzt geht mal den Weg der Erkenntnis nochmal. Will sagen, guckt euch das Ding nochmal an. Also, rechnet mal das aus. Wir kommen dann zu einer schwierigeren. Abschreiben und Pause-Taste drücken und dann sehen wir uns gleich wieder. Naja, hier steht's ja. Eigentlich hatte ich es ja schon vorhin gezeigt. Wer das nicht richtig sieht, der soll noch mal im Erklärungsvideo nachgucken. Diese Zeilen hier, die ich hier in diesem Türkis mal so eingeklammert habe, die habt ihr wahrscheinlich schon zusammengefasst. Ich meine zusammengefasst so hier. Na, schaut mal hier auf dieser Seite. Da haben wir es ja auch relativ schnell gemacht. Zack, 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 durchgestrichen. So ähnlich, als wenn man kürzt, bloß beim Erweitern hinterher durchgestrichen, zusammengefasst und so weiter. Also das war jetzt hier nicht so gefährlich. Auch bei diesem nicht. Ich werde jetzt gleich noch eine Aufgabe machen. Also denkt mal drüber nach in der Zeit. Ich drücke jetzt die Pause-Taste. Die Aufgabe kommt gleich, wo das eben mal noch ein bisschen spannender wird. Aber so spannend ist es nicht. So, ich habe mir eine Aufgabe überlegt. Die kommt relativ glatt raus, aber ihr müsst sehr, 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 sehr stur sein. Aber jetzt habe ich einen Vorschlag. Man könnte vorher die gesamte Formel so umstellen, dass ich R2 ist gleich habe. Würde ich nicht machen. Im Moment noch nicht. Ich habe einen anderen Vorschlag. Setzt doch mal ein. Einfach einsetzen. Einsetzen. Wir machen es mal schrittweise. Einsetzen. Und dann weitermachen. Richtig schön mit allem drum und dran. Setzt mal ein, wir sehen uns gleich wieder. Pause-Taste drücken. Habt ihr es so? So, jetzt könnte ich loslegen. Jetzt sage ich, die ganze R2-Sache, ne, das steht ja 1 durch R2, nicht R2 selbst, sondern 1 durch R2 steht da, die kann ich so hinkriegen, indem ich die beiden Summanden, 1 durch 18 Ohm und 1 durch 3 Ohm, hier auf die linke Seite kriege. Wie macht man das? Macht mal bis dahin, sodass hier drüben der ganze Kram steht und dann ist gleich 1 durch R2. Da wird sich wahrscheinlich das Gleichheitszeichen etwas verschieben müssen. Aus Versehen. Macht das mal. Pause-Taste drücken. So, habt ihr hoffentlich. Und jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Brüche an. 18 muss ich rauskriegen. Ist nicht schlimm. Hier steht ja 1 durch 1,8 Ohm. Was ist denn? Ich mache nichts weiter als mit 10 erweitern. Wenn ich mit 10 erweitere, hier muss ich mit 6 erweitern. So. Und dann schreiben wir das Ganze mal richtig schick hin. Dann habe ich hier 18 Ohmtel und hier sind es 10 Stück, also 10 18 Ohmtel. Hier habe ich 6 18 Ohmtel. Warum Einheiten mit dazu geschrieben werden müssen, habe ich schon ausreichend erklärt. Das hat einen riesen Nutzen. So, und der Rest müsste jetzt leicht sein, ne? Jetzt, wir sehen uns beim Ergebnis wieder. Pause-Taste drücken, selber fertig machen. Ich denke mal, ihr habt es dann auch, ne? Das ist ja nicht mehr schwer. 10 minus 6 minus 1 ist bloß noch 3. Unten bleibt 18 Ohmtel stehen. So, und dann kann ich stürzen. Summen sind weg. Das sind auch Summen, obwohl sie negative Zahlen enthalten. Also, Summen sind weg. Jetzt kann ich stürzen. Dann steht 18 durch 3 und das ist 6 Ohm. Ist gleich R2. Sage ich doch, es kommt glatt raus. So, liebe Leute, was ich nochmal sagen wollte, schaut immer mal wieder, oder vielleicht wisst ihr es ja auch schon, hier oben in diesem Bereich, da steht immer so ein I für Info. Wenn man da draufklickt, dann sieht man sämtliche Verweise, die zu irgendwas anderem führen. Also es lohnt sich, auch hier oben mal während des Videos, nicht jetzt am Ende, da kommen lauter andere Verweise und Playlists und so weiter. Aber hier ab und zu mal drauf zu klicken auf das i, da kommt man dann weiter, wenn man mal nicht weiter weiß. Ich werde da Links einfügen. So,
Na denn, also links meine ich jetzt. Ne? So, okay. Also, ich wünsche viel Freude beim Üben, denn man hat die Freude, wenn man es dann verstanden hat. Ich mache das Video jetzt hier dicht.